Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die Addicted to Exotic Fruits Eyeshadow Palette vorstellen. Die gibt es aktuell in dieser Schwestern LE Catrice und Essence. Die werde ich auf meinem Auge zaubern. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht und zwar ist das diese mega geile, sieht man das überhaupt von der Seite? Nö. Ich muss sie drehen. Es ist einfach so eine Schiedwettertasse, ne? Oh, ich liebe es, weil wir haben Schiedwetter. Heute hat es geschneit und es hat gehagelt. Da ist mein Fenster und wenn ich rausgucke, denke ich mir, gut, dass ich drin sitze. So, die Foundation sitzt, der Concealer sitzt, Puder sitzt, Augenbrauen sitzen. Habe ich verwendet von MAC Studio Fix Fluid, in der Farbe NW13. Das ist die hier. Die hatte ich mal in einem Tauschpaket oder Trash-Paket vielmehr. Concealer Effectful von Love, den Concealer Pan Radiance Booster in der Farbe. Ich muss es immer wieder nachgucken. Die Nummer 15, Wake Up Peach. Abgepudert habe ich hier mit dem Manakadar-Puder, das ist das, einfach Manakadar-Puder. Ich finde das irgendwie nirgendwo mehr. Ich glaube, das kann man gar nicht kaufen, oder? Ich weiß es gar nicht. Also ich hatte das mal in der Glossybox mit drin. Ist immer ein bisschen schade, ne? Wenn da Produkte sind, die man gar nicht nachkaufen kann. Das ist gar nicht das Thema, Claudia, du laberst. Dann habe ich hier von Catrice den Eyebrow Stylist genommen in der Farbe Date with Ashton. Den liebe ich. Und ich habe meine Augenbrauen heute auch ein bisschen anders mal geformt, beziehungsweise jetzt mal ein bisschen so hochgebürstet. Fand ich auch ein bisschen witzig. Und dafür habe ich den Benefit 24 Hours Brow Setter verwendet. Wenn ich euch gleich näher ranhole, dann seht ihr das auch. Und hier diesen Ember-Schwamm habe ich dir auch unten verlinkt. Und ich habe keine Ahnung, warum ich so dunkel bin. Irgendwie muss ich das hinkriegen, dass ich heller werde. Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ich übe noch ein bisschen mit dieser Kamera. Und hoffentlich werde ich irgendwann heller. Also ich habe mein Ringlicht auf ganz hell. Ich habe da zwei Softboxen stehen. Ich glaube, ich müsste hinter dem Ringlicht auch noch irgendwie ein Licht haben. Aber dann kriege ich, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit zu gucken. Auch dieses Kleid, was ich hier anhabe, dieses rosane, verlinke ich dir mal unten in der Infobox. So gut wie alles, was ich hier irgendwie benutze, verwende, wie auch immer, wozu ich überhaupt Links finde. Und jetzt gucken wir uns mal diese Palette etwas näher an. Das ist ja von Catrice, die Addicted to Exotic Fruits Eyeshadow Palette mit dieser wunderschönen Ananas vorne drauf. Finde ich mega cool. Ich habe jetzt hier diese Pappverpackung weggemacht und das, was drin ist, ist genau so. Das ist halt auch wieder aus Pappe eine Palette, was ich aber gut finde, weil es irgendwie dann doch umweltfreundlicher ist, ne? Und hier siehst du die Farben, die sind halt komplett neu, unangetastet. Ich habe es ja gerade erst im DM-Haul für und mit dir ausgepackt, beziehungsweise dieses Video schminke ich vor dem DM-Haul, damit ich im DM-Haul diese Palette drauf habe. Ne? Und der DM-Haul kommt aber eher online. So, also, wir haben hier ziemlich schöne Farben. Wir haben matte Töne, wir haben schimmernde Töne und wir haben zwei gepresste Pigmente. Das sind diese beiden hier, die sind dann ein bisschen intensiver. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze auf meinen Augen verhält. Und ich würde sagen, wir starten mal. Seid nicht irritiert, ich habe hier bei meinen Augen so ein bisschen trockene Stellen. Das Problem ist, dass ich so minimal Neurodermitis auch von meiner Mama noch mitbekommen habe damals. Und das kommt manchmal nun mal leider bei mir durch. So, jetzt kannst du das wahrscheinlich auch hier oben so ein bisschen sehen, was sich da abspielt, ne? Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Aber es ist nun mal meine Haut und ich kenne es seit 29 Jahren. Es ist halt so, als erstes möchte ich mein Auge primen. Und also ich habe es jetzt schon Concealer drüber gemacht und gesettet mit Puder. Aber ich möchte halt erstmal eine Base-Farbe geben. Und da gehe ich hier in die Farbe oben, Coconut. Das ist eine super Base-Farbe. Ja, ne? Und die wird verwendet. Ich habe mich übrigens bewusst für die Addicted to Exotic Fruits Palette entschieden, weil ich die am aufregendsten fand. Die anderen, die fand ich irgendwie langweilig. Und ich wollte halt eine Palette nehmen, die so ein bisschen anders ist als das, was ich vielleicht schon da habe. Also so Rot- oder Brauntöne, die habe ich schon da. Und die ist hier einfach ein bisschen bunter. Und das fand ich irgendwie spannender und ja, fand es dann auch irgendwie sinnvoller, mir so eine Palette zu kaufen, als eine, die ich irgendwie schon in mehrfacher Ausführung da habe. Naja. Du hast auch ein bisschen Kickback in der Palette, was ich aber nicht weiter wild finde. Also man muss halt immer damit rechnen, dass man Kickback, Fallout oder sonst irgendwas hat, sich darauf vorbereiten. Ich habe zum Beispiel unter meinem Auge nochmal eine extra Schicht Puder aufgelegt, die ich dann nachher wegwischen kann. Und ansonsten gucken wir einfach mal.
So, jetzt verwende ich hier die Farbe Papaya, die ist genau darunter, die schimmert so ganz, ganz leicht. Aber sie ist ganz ordentlich auf dem Pinsel und die gebe ich mir in meine Crease. Ja, als Crease-Ton finde ich den ganz schön, das gefällt mir. Das ist so ein leichter Frühlingston, nicht so intensiv pigmentiert oder so, der ist einfach schön. Ja, also als Crease-Ton gefällt mir die wirklich schön, die Farbe. Wirkt auf dem Auge sehr peachig bei mir und nicht so, Kaminrot, sage ich mal, wie es hier im Fändchen aussieht. Ist aber dafür dann halt dezent, ne? Und eine gute Basis, um jetzt weiter halt daran aufzubauen. In dieser Schwestern-LE waren ja auch, oder Trend Edition, waren ja auch diese Pinsel mit dabei. Die verwende ich alle jetzt auch hier in dem Video. Zur Vertiefung meiner Crease gebe ich hier die Farbe Cucamelon. Das ist so ein Grünton mit diesem Pencil Brush, auch aus der Schwestern-LE. Ja, es ist ein schwarzer Pinsel und eine dunkle Farbe drauf. Was erwarte ich? Sieht man nicht, ne? Aber den setze ich mir ganz präzise in die Lidfalte bzw. ein bisschen drüber. Ich habe gehört, dass man die erste Schicht so ein bisschen abkratzen soll. Das mache ich jetzt mal, damit ich mehr an das, an die Farbe rankomme. Ja, da tut sich dann schon mehr. Auch wenn die Farbe jetzt noch etwas fleckig auf dem Auge wirkt. Sagen wir etwas fleckig. Es ist super fleckig. Ei, ei. Ich nehme mir jetzt lieber mal den Blendepinsel. Vielleicht funktioniert es damit besser. Auch wenn der halt sehr, sehr großflächig das Ganze aufträgt. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Naja, also es ist noch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Und es hat auch ziemlich viel Zeit gekostet, um das jetzt so aufzubauen. Finde ich ein bisschen schade, ne? Also das wirkt von der Farbe her nicht so schön, wie ich mir das wünschen würde. Naja, aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. In meinen äußeren Augenwinkel möchte ich gerne hier dieses Blau geben. Das ist Yamun. Dunkles Blau, richtig schön, dieses Blau. Und da gehe ich richtig intensiv mit meinem Blendepinsel rein. Ihr seht, es ist schon intensiv. Kickback, ja. Aber ich möchte hier auch einfach derbe Farbe haben. Aber wo ist die Farbe? Komm her, Farbe. Bitte. Ja, erste Schicht abgekratzt, dann geht das ein bisschen besser. Aber ist dann auch sehr, sehr krümelig, ne? Wobei mir das Blau von der Farbe her richtig gut gefällt. Das ist schön. Sieht aber alles sehr dunkel bei mir aus. Das gefällt mir nicht so gut. Und das Fallout ist auch nicht so wenig. Dann nehme ich mir hier so einen Smudging Brush auch aus dieser Schwestern LE und gehe nochmal in dieses Blau rein. Vielleicht funktioniert es damit besser. Ja. In Betje. Ich möchte halt ungern jetzt eine Cut Crease oder sowas ziehen oder die Pinsel anfeuchten, weil ich will schon sehen, wie die sich in Normalverwendung machen. Ne? Also, das ist dann ja immer Trickserei, wenn man dann eine Cut Crease zieht und sowieso und überhaupt. Deswegen, die Palette soll jetzt mal solo zeigen, was sie kann. Aber das Blau ist schön. Das verblende ich hier auch so ein bisschen rein. Ja, dieses Cucamelon, dieses Grün, habe ich jetzt ja quasi überschminkt. Das ist einfach nicht schön. Das gefällt mir nicht. Das Blau finde ich da deutlich schöner und das ist irgendwie angenehmer aufzutragen. Es lässt sich viel, viel leichter auftragen und verblenden als dieses Grün. Ich meine, ja, Grün ist eine schwierige Lidschattenfarbe, aber wenn man die in eine Palette packt, dann sollte man auch vorher sich Gedanken drüber gemacht haben, dass es auch funktioniert. Meine Meinung. So. Hier bin ich aus Versehen jetzt mit dem Pinsel reingekommen. Na toll. In den Augeninnenwinkel gebe ich mir dann hier dieses schimmernde Jackfruit. Da gehe ich jetzt mit dem Finger rein und das fühlt sich wirklich schön an. Richtig, richtig schön. Und es ist richtig weich und das sieht doch richtig toll aus. Richtig, richtig toll. Gebe ich mir, wie gesagt, hier in den Innenwinkel. Oh wow. Das ist ja heftig. Heftig geil. Oh, mir gefällt diese Farbe. Die ist super schön. Also Jackfruit ist ja
fantastisch. Die changiert auch irgendwie so ein bisschen, ne? Das ist nicht nur so ein hellgrün, das ist so, so ein bläulich schimmerndes, geiles Moped. Oh. Das ist jetzt mal endlich was, was mir sehr gut gefällt. Und ich gehe jetzt nochmal mit diesem Smudging Brush rein und gebe mir noch mehr davon auf. Damit kann man einfach präziser arbeiten als mit dem Finger. Boah, das gefällt mir einfach richtig, richtig gut von der Farbgebung her. Ich möchte aber gerne dann auf meinem, auf der Mitte meines beweglichen Lides noch eine von diesen beiden krassen Pigmenten, von den krass gepressten Pigmenten geben. Und wenn ich mich so anschaue, denke ich, dass Dragon Fruit sich ganz gut machen würde. Man muss da ganz vorsichtig reingehen, habe ich gehört. Weil die doch sehr, sehr locker gepresst sind. Ich zeige euch mal beide auf dem Finger. Oh ja, dieses Honey Berry ist natürlich sehr, sehr weich. So, das sind die beiden und die sehen ja mal mega, ultra, krass geil aus, oder? I love it. Wow. Aber ich gebe mir jetzt dieses Dragon Fruit, das hellere von den beiden, auf das Zentrum. Ui, das gibt dem Ganzen nochmal richtig Dimension. Ich tappe das auch ein bisschen nach oben. Einfach um das Auge nochmal so ein bisschen zu öffnen. Boah, ist das schön. Ich finde es mega schön. Krasses Pferd. Also, ich finde das richtig geil. Mit dem Ton von eben, mit Coconut, das ist der hier oben, verblende ich jetzt nochmal nach oben hin oder softe ich vielmehr so diese Übergänge aus. Mit Yamun, mit diesem Dunkelblau, gehe ich nochmal hier über die Ränder nach oben hin, um das noch ein bisschen nach oben zu ziehen, aber nur ganz soft. So, dann korrigiere ich eben mit meinem ganz normalen Puder hier und dem Essence Puderpinsel nach unten hin, weil da dann doch ziemlich viel Fallout ist. Und das Problem ist bei Fallout ja, gerade bei diesen dunklen Tönen, dass die Geschichte, also die Haut sich dann auch schnell verfärbt und das möchte ich nicht. Also bei der Palette ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man erst den Lidschatten-Look macht und dann die Base. So sieht das jetzt dann oben aus. Mag ich leiden. Finde ich ein bisschen ja, crazy, weil du hast es wirklich blau, grün, türkis. Aber ich finde es cool. Ich mag das richtig gerne, ne? So, jetzt mache ich mal eben kurz einen Eyeliner. Dann kümmern wir uns mal um den unteren Wimpernkranz. Ja, da möchte ich zuallererst außen verwenden dieses Yamun. Das Blaue, was ich echt toll finde, dafür nehme ich auch so einen abgeschreckten Essence Eyeliner Brush ist es eigentlich. Und den gebe ich mir bis zur Mitte auf. Mit Hilfe von diesem Catrice Quick and Easy Brush Cleanser Pot. Das ist der Deckel davon. Und ja, so sieht der aus. Den hatte ich ja auch in meinem Haul gezeigt. Mache ich die Pinsel zwischendurch immer mal wieder sauber, beziehungsweise mache diese Pigmente ab. Und das ist so, so geil. Das ist echt hilfreich. Und auf die innere Seite setze ich mir hier die Farbe Jackfruit. Die finde ich ja richtig geil, ne? Meine lieben Damen und Herren. So sieht das dann aus. Also ich verbinde das ja auch immer so ganz vorsichtig miteinander. Ja, mag ich richtig gerne leiden. Und jetzt brauche ich noch ein Augenbrauen-Highlight und ein Inner-Corner-Highlight. Dafür nehme ich hier die Farbe Pineapple. Die finde ich richtig toll. Das ist auch so ein leicht grünlich schimmernder Ton. Und die setze ich mir mit diesem Pinsel jetzt erstmal in das Inner-Corner. Hui. Das verbindet es echt super miteinander. Das ist so leicht grün-gelb schimmernd. Mega. Es ist schon gewagt, sage ich mal, sich so einen grün-gelben Ton als Inner-Corner-Highlight zu setzen oder als Highlighter-Ton an sich, weil sowas dann wirklich auch schnell sehr extrem wirkt und dann auch als nicht tragbar daherkommen könnte. Aber ich finde es so eigentlich ganz cool, weil ich habe relativ harmonische Farbläufe jetzt auf meinem Auge. Und das gefällt mir richtig gut. Das Einzige, was mich halt nervt, ist das, was mein Gesicht von Natur aus jetzt vorgibt. Das sind hier die trockenen Stellen. Und das finde ich ganz, ganz blöd. Aber da kann der Lidschatten natürlich nichts für. So, mit diesem Pointing Brush setze ich mir mein Augenbrauen-Highlight, gehe dann wieder in die Farbe Pineapple und setze mir das hier oben hin. Wow! Oha,
Der ist intensiv. Der schimmert richtig goldgelb. Oh, goldgelb-grün. Ich glaube, da muss ich etwas aufpassen. Holla, das ist echt heftig. Heftig. Für den Alltag, sage ich mal, ist das ein bisschen zu krass, ne? Also da könnte man jetzt zum Beispiel mit einem Blendingpinsel und hier Coconut noch ein bisschen das Ganze absoften, dass es nicht ganz so extrem ist. Aber wer hat denn schon gesagt, dass dieser Look in irgendeiner Art und Weise dezent wird? Um den Look jetzt erstmal, also den Augenlook jetzt abzurunden, mache ich mir jetzt erstmal Mascara drauf. Da verwende ich aktuell eine Kombination aus Essence und Catrice. Das passt auch sehr gut, weil Essence und Catrice Schwestern hier, die ganze LE spricht ja davon. Da habe ich hier die Glam & Doll Boost Volume Mascara und Volume Stylist Curl & Hold Mascara von Essence. Das ist eigentlich aus der LE. Die bekommst du aber auch tatsächlich im Standardsortiment. Nicht in der Verpackung, aber vom Inhalt her. Ich liebe es einfach, wenn ich Mascara drauf habe und auf einmal alles so fertig aussieht, ne? Mag ich richtig gerne. Ja, und der Mix von den beiden Mascaren gefällt mir auch richtig gut. So. Fehlen uns jetzt noch Bronze, Highlighter und Blush. In dieser Schwestern LE war tatsächlich auch, waren diverse Paletten mit dabei, wo diese Sachen auch für einen drin waren. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich die nicht so schön fand. Die ich aber wunderschön finde und auch wirklich schon öfters in Verwendung habe, ist diese von Essence, die Hey Cheeks Palette, weil die passt einfach zu mir. Ne, das sind einfach wunderschöne Töne. Das ist ein Highlighter, das sind Blushes, das sind Bronzer, beziehungsweise ein Bronzer und ein schimmernder Bronzer. Und ich finde, dass die einfach zu mir passt und deswegen brauchte ich mir keine neue kaufen, die jetzt irgendwie zu hell, zu dunkel, zu knallig, zu wie auch immer wäre, wenn ich die doch schon habe, oder? Naja, deswegen werde ich die jetzt einfach mal verwenden. Ja, das ist ein bisschen krass auf der Nase geworden, oder? Abschwächen. Leute, abschwächen. Ja, dieser Highlighter ist krasser, als man denkt, ne? Ein bisschen Puder drüber machen, das hilft immer. Fixieren wir das Ganze mal mit dem Revolution Sport Fix Fixing Spray. Boah, das stinkt so. Aber das ist gut. Lippen. Da verwende ich von MAC den Nut Matte Lipstick. Das ist dieser hier. Das ist so ein kleiner, nudiger Ton. Und den toppe ich ganz gerne mit dem Fenty Glow Lip Gloss, ist das, glaube ich, von Fenty Beauty. Den habe ich ja von der lieben Mrs. X bekommen. Der ist so geil. Oh, der ist echt geil. Der riecht gut, der sieht gut aus. Ach. Ja, und das ist jetzt tatsächlich der fertige Look mit der Lidschattenpalette Addicted to Exotic Fruits von der Catrice und Essence Trend Edition vielmehr. Ich zoome euch mal ein bisschen raus, dann seht ihr nochmal das komplette Ergebnis, alles in allem und nicht so nah, sondern in normalem Abstand, wie man das normalerweise sehen würde.
Ja, und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Also ich muss wirklich sagen, die Exotic Fruits Palette finde ich okay. Ich finde sie jetzt nicht so, dass sie mich umhaut. Da sind Töne dabei, die ich richtig geil finde, wie zum Beispiel das Jackfruit oder dieses gepresste Pigment oder so, ne? Aber ich finde, dass die anderen Töne sich jetzt nicht so geil haben aufbringen lassen und ausblenden lassen. Schwierig. Also dafür bezahlt man jetzt ja auch, ich glaube, so um die 12 Euro. Das ist auch nicht das Wenigste. Ob man da dann vielleicht doch eher zu einer BH Cosmetics Palette greift oder zu einer Luvia Palette, die ja bekanntlicherweise deutlich bessere Qualität haben als jetzt eine Catrice Palette. Das ist jedem selber überlassen. Also das ist jetzt auf jeden Fall eine Idee, wie ihr vielleicht einen Look mit dieser Palette schminken könntet. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!